Liebe YouTube-Freunde, was macht der Bauerhausi heute? Er ist im Schwarzseegebiet und auf einer Wanderung mit der Viehzuchtgenossenschaft. Ja, die haben das Krückli. Das gibt jetzt etwa 30, 35 Liter Nidle pro Tag. Das gibt ungefähr 10 Kilo Anker. Zum Teil mödeln. Etwas tun ich, respektive Frauen einsieden. Eingesotten Anker, der ist besser haltbar. Und ist irgendwie auch gut nachher bekommen. Die Schotta geht zurück. Die haben alle zusammen Schwein. Die verfuttern. Jetzt gerade ist es etwas zu kühl. Es gibt auch noch etwas gegen das andere Boden dazu. Ende Sommer geht der fertig und dann ist eigentlich schon der frische. Also im Oktober tun wir dann schon den frischen Befuchten. Zigger gibt es noch nach den Tagen. Ich mache im Sommer ungefähr eine halbe Tonne Zigger. Es gibt so jeden zweiten Tag ein Zigger. Die Leute wissen es ein bisschen jetzt, dass sie da oben kommen. Wenn man hier noch relativ viel kann.